Nikolause. Ein Märchlein von Sophie Reinheimer. Es war Nikolausabendtag und soeben hatte der Bäcker ein großes Kuchenblech voll frisch gebackener Nikolause aus dem Ofen gezogen. Die Augen standen ihnen, das Gott erbarm, so dick wie Froschaugen aus dem Kopfe heraus. Eine Nase hatte der Bäcker überhaupt für überflüssig gehalten, auch Ohren. Der Mund aber saß dem einen rechts, dem anderen links und hatte eine verzweifelte Ähnlichkeit mit den Westenknöpfen. Von den Armen und Beinen will ich erst gar nicht reden. Was kümmerte die den Bäcker? Er hatte ja alle seine vier Glieder. Und nicht zu knapp, möchte ich sagen. Die Nikolause, die würde er auf alle Fälle verkaufen. Ob sie nun wulstige oder spindeldürre Arme, gerade Beine oder nur zwei zugespitzte Klumpen hatten. Er sah da ausschließlich das lohnende Geschäft, nicht die Ästhetik oder gar die Liebe zum Fest und dessen bekanntesten Vertreter. Zuerst waren nun die Frischgebackenen da eine Weile still. Sie mussten sich die Welt ringsum doch erst ein wenig ansehen. Da merkten die, die das Glück hatten, geradeaus sehen zu können, dass die Decke der Backstube lachte. »Warum lachen Sie?« fragte einer, der einen bedauerlich schiefen Mund bekommen hatte. Entschuldigte sich die Decke. Ich wundere mich nur darüber, dass der Bäcker es in keinem Jahr fertigbringt, tadellose Nikolause zu backen. Nun ja, man muss fairerweise sagen, dass er sich auch nie wirklich groß Mühe gab. Tadelloch? Was soll das heißen? Fragte der Nikolaus und rollte seine schwarzen Korinthenaugen. Nun mischten sich auch die anderen ein. Ja, wollen Sie uns bitte eine Erklärung geben, was Sie mit dem Wort tadellos gemeint haben? ich meine nur so, wie es sich's eigentlich gehört, ja? Arme und Beine hübsch regelmäßig geformt. Der Mund sollte schon so in der Mitte sein. Und auch die Augen an dem richtigen Platz. Was das? Es ist noch nie vorgekommen, dass der Bäcker solche Männer zustande gebracht hat. Meistens sehen sie dann aus, so wie... so wie ihr. Der heilige Nikolaus wird sich bedanken für seine gebackenen Fotografien. Inzwischen hatte der Bäckermeister sich daran gemacht, ein zweites Blech mit den Teigmännern zu belegen. Sie fielen nicht besser aus. Im Gegenteil, es war haarsträubend, was der Bäcker sich in seiner Schöpferlaune leistete. Klebten zwei Korinthen zusammen? Da, hast du halt zwei Münder. Es ist empörend, rief der Tisch. Ein Doppelmund. Aber der wäre dem schwatzhaften Bäcker selber sicher sehr angenehm. Dass ihm doch der heilige Nikolaus den eigenen Kopf so tief zwischen die Schultern steckte. Ja, und ihn recht kräftig an den Ohren zwickte, grollte der Stuhl. Dann würde er sich seiner Hörorgane vielleicht erinnern. Am hitzigsten aber war der Backofen. Die Augen sollte man ihm auskratzen und sie ihm hübsch und drüben auf die Backen kleistern, schrie er wütend. Ein Skandal ist das. Und schließlich bleibt ja doch alles an mir hängen. Ich hätte falsch gebacken, heißt es dann wieder. Nun kam die Frau Bäckermeisterin mit einem Körbchen, stellte die Nikolause hinein und trug sie in das Schaufenster des Lädchens. Kam es von allen Seiten. Die Herren Nikolause! Gleich kam ein Trupp Schulbuben die Straße daher, drückten sich die Nase an den Scheiben platt, rief: Nikolis! Nikolis!
und verschlang mit den Augen das ganze Körbchen. Die Männer aus dem feurigen Ofen mussten durchaus den Eindruck gewinnen, als werde ihnen hier unverhohlene, ja, begeisterte Bewunderung zuteil. Einer von ihnen, dem die Augen ungefähr in gleicher Höhe mit dem Munde saßen, dessen obere Kopfhälfte aber dafür außerordentlich viel Platz zum Denken ließ, philosophierte: Der Geschmack und die Ansichten dieser Welt scheinen sehr geteilt zu sein. Was von dem einen verlacht wird, wird von den anderen bewundert. Mit dieser Erkenntnis suchten seine Kameraden, je nach Veranlagung, das heißt, je nachdem man ihnen die Korinthen in den Kopf gedrückt und dadurch ihren Gesichtern Ausdruck verliehen hatte, fertig zu werden. Die einen mit Humor, die anderen mit Pessimismus, die dritten mit dem Grundsatz der allgemeinen Wurstigkeit. Was aber mag der eigentliche Zweck des Lebens eines Nikolauses sein, grübelte der mit der Denkerstirne weiter. Er brauchte nicht lange auf die Antwort zu warten. Die Ladentür klingelte und herein trat eine Frau in Schürze, Pantoffeln und Kopftuch. »Gäbe sie mir mal 6 Stück von denen Nikolese«, sagte sie zur Bäckermeisterin. »Man muss doch merken, dass heute Nikolese-Abend ist. Aber von denen große zu 10 Pfennig.« »Aha«, dachte der Philosoph aus Kuchenteich, »die Dinge des Lebens werden also verschieden bewertet. Je nach Größe und Umfang. Ja, sehr vernünftig.« Er verschwand mit 5 Kollegen in einer Tüte. Zu Hause wurde er ausgepackt. »Wie groß ist doch die Welt! Nicht nur einen Geburtsort und einen Kaufladen, nein, 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 nein! Auch noch eine Straße und ein Zuhause gibt es darin«, dachte er begeistert. Nun verbreitete sich in der Stube ein würziger Duft. Tassen wurden auf den Tisch gestellt und in jede derselben ein Nikolaus hineingesteckt. Recht stattlich nahm er sich doch aus, dieser Kreis von wackeren Kumpanen. Herzerquickend war dann auch die Freude der Kinderschar. Unser Held wollte gerade ausrufen: »Kameraden, oh Gott, das Leben ist doch schön!« Da verzogen sich seine 3 Münder. Oder seine 3 Augen. Je nachdem, wie man's nehmen will. Und er spürte einen Riss in seiner Kopfhaut. »Ach nein, kurz scheint's zu sein«, konnte er merkwürdigerweise noch denken. »Und der Hunger scheint mächtiger zu sein als die Liebe.« Hierin allerdings hatte er nicht unbedingt recht. Glücklicherweise. Denn wenn auch seine 5 Genossen geköpft, gevierteilt oder sonst wie misshandelt und dann aus kannibalischer Weise verspeist wurden, er kam mit einer leichten Verletzung davon. »Ich will mein Nikolaus doch lieber erstmal dem wirklichen Nikolaus Heldabend zeige«, sagte seine kleine Besitzerin liebevoll. Tu das nur, mein Herzchen«, nickte die Mutter. Also ward dem Glücklichen noch eine Galgenfrist beschert. Er benutzte sie natürlich sofort wieder zum Philosophieren. »Nur die Gedanken scheinen ewig«, meinte er. Nun, der Abend kam und der wirkliche Nikolaus kam. Er betrachtete seine Kuchenkonterfei lange und prüfend. Er schüttelte dann sein ehrwürdiges Haupt. Plötzlich aber hellte sich die Miene des wirklichen Nikolaus auf. »Ich armer Nikolaus, soll ich schon klagen?«, rief er aus. »Du, lieber Gott, was musst du nicht erst alles an deinen Ebenbildern erleben?